Okay, also wir werden das jetzt so machen, wie Frau Amadi uns das empfohlen hat. Dazu gehe ich zuerst zu meinem besten Freund, Google Sites. Und als erstes, ich wähle die Vorlage Schülerportfolio aus. Sobald es gekommen ist, ich schreibe meinen Namen für das letzte Mal. Ich sage es auch hier: Portfolio Gabor K. Portfolio Gabor Kertész. Und was sie gemacht hat, ich gehe auf Seiten. Und statt Kurse, das nehme ich weg. Ich lösche das. Ich lösche auch die Mathe raus. Kurse werde ich jetzt umbenennen. Dazu mache ich einen Doppelklick. Sie hat gesagt, Stärken und Interessen. Das wird die eine sein. Und die andere wird heißen meine besten Arbeiten. Gut. Ich kann auch das schon ändern auf meine beste Arbeiten. Ich gehe auch hier, kann ich das ändern auf. Oh, das gefällt mir nicht. Ich werde das Ganze hier löschen. Und stattdessen diese meine Bestarbeiten werde ich duplizieren. Und ich werde dann das Stärken und Interessen benennen. Jetzt habe ich es hier. Ich ziehe das nach oben. Jetzt ist es Stärken und Interessen. Meine beste Arbeiten. Ich muss das noch umschreiben auf. Stärken und Interessen. Sehr gut. Jetzt habe ich die beide gemacht und sehen so aus, wie es sein soll. Ich gehe noch auf die Startseite und hier werde ich es machen. Stärken. Interessen und meine besten Arbeiten. Beste Arbeiten, glaube ich. Muss es auch hier richtig schreiben. Das ist dann gemacht. Und jetzt beim Stärken, ich mache Link einfügen. Es geht auf den Stärken. Beim Interessen wird es auf dieselbe Ort gehen und meine besten Arbeiten gehen auf meine beste Arbeiten. Welche Leistungen bist du stolz? Was sind deine Stärken? Ich werde das, da muss ich diese Frage suchen. Was sind deine Interessen? Auf welchen Arbeiten bist du besonders stolz? Warum? Gut, und in dem Moment habe ich jetzt meine Präsentationsportfolio vorbereitet als Schüler und ich kann anfangen zu arbeiten. Ciao.